Hallihallo, ihr Socken, und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme League of Legends. Ich bin dieses Mal allein. Es ist ein Normal Game, 5 vs 5. Ich bin Premade zusammen mit den Zotrax, hatte mich eingeladen, kommt aber nicht TS, weil er englischbrächig ist. Ich wollte. Catch the Oh, ich glaube, die trail. Sounds sind extrem laut, warte. Ja, so ist besser. Ich wollte Rengar mal nach langer Zeit wieder ausprobieren. Damals hatte ich ihn ja gemaint. Einige Male auch gespielt, doch er ist irgendwie in Vergessenheit geraten. Darüber kann ich auch gleich nochmal reden. Ich glaube, die Sounds sind immer noch nicht. Ihr merkt, ich bin extrem gut vorbereitet, ne? Naja. I seek only the Also, ich werde strongest. wahrscheinlich. Oh Gott, Riven. Eklig. Muss ich durch. There is the hunter and Ansonsten haben wir ja einen the Six in der Mitte. Der Heal eingepackt hat 30 gegen seconds Vega of mit beginning Ignite. spawn. Ich denke mal, dass Six Vega The überlegen ist. scent of prey. Six got nerfed. Es stimmt, das ist ein neuer Patch, ne? Ach, guck mal, hier oben die Timer. Darüber wollte ich auch reden, über die Timer hier. Da habe ich mich nämlich auch was zu sagen. An sich, wie gesagt, Mitte denke ich, gehe ich halt wirklich stark davon aus, dass Six gewinnt. Botlane, wir haben Ezreal und Morgana, ja klar. Alle Leute, die meine Einstellung kennen, wissen jetzt ganz genau, was ich dazu sage. Aber die Gegner haben auch eine Morgana und eine Sivir. Und tatsächlich gefällt mir der ADC Sivir besser. Und die Morganas, ich denke mal, es ist ein Skill-Matchup. Wobei Sivir es einfacher hat als Ezreal, weil Ezreal mehr Skill benötigt. Schwierig. Ist es hier anders? Nee, warte mal. Mir fällt gerade auf. Normalerweise habe ich einen Patcher benutzt, weil ich die neue Map extrem gut fand. Und habe die schon reingepatcht für mich. Die ist zwar noch Work in Progress und damit lange nicht fertig, aber die ist mega episch und eigentlich wollte ich sie auch in dieser Aufnahme zeigen. Doch mir fällt es gerade auf, dass sie durch den Patch nochmal neu gepatcht werden müsste. Durch den Installer. Und das habe ich vergessen. Es kann sein, dass es jetzt so ein paar Bugs gibt, wie hier die Büsche, dass sie dunkler sind. Ich hoffe, das stört nicht zu sehr. Bei mir hat es nämlich schon mal bei Champions, die ich visuell gepatcht habe, zu Crash geführt des gesamten Spiels. Für mich einfach, ja, weil, ne, das so buggy war und der darauf nicht klarkam. Naja, muss ich mal gucken, habe ich halt vergessen. Hätte ich vorgucken müssen. Aber das heißt auch, wenn ihr meine Aufnahmen seht, ich hoffe, das ist in den nächsten Aufnahmen wieder mit drin. Nicht bekommen? Lol. Dass ihr denn die neue Map seht. Also nicht wundern, dann, dass ich schon die neue Map habe und ihr nicht. Ist halt gepatcht. Aber auch noch lange nicht fertig. Kann sein, dass ich viele Minions misse. Ach Gott, wusste ich's. Spielen und reden. Mann, die Situation eines Let's Players. Ist nicht so einfach, wie manche denken. Ist Riven jetzt weggegangen? Also ich wollte noch ein Wort zu Rengar sagen. Ich hatte ihn damals ja so häufig gespielt. Toplane, Jungle, was weiß ich. Sogar Nidfang-Ränge hatte ich einige Male ausprobiert, fand es mega lustig. Doch seitdem sie ihn geändert haben, ich will nicht sagen, dass er schwächer geworden ist, aber ihr wisst ja auch, dass ich so einen Tick habe mit Assassin, weil ich spiele ja auch Zed hauptsächlich. Und ich liebe es einfach, wenn so ein Champion einfach so aus dem Nichts ankommt und jemanden weghaut. Und das hatte der alte Rengar. Der ging auf Jagd und hat einfach Champions. Ach, scheiße. Gefailed. Hat einfach Champions richtig übelst
abgewirkt. Also, so richtig übelst. Der Neue kann das nicht mehr so. Der macht zwar immer, der macht zwar konstanten Schaden und in Kampfsituationen und Teamfights mehr, aber halt nicht mehr so plötzlich und das fehlt mir. Das Icon des Dragons ist anders, okay. Ein bisschen mehr auf Farm konzentrieren. Ah ja, und dann wollte ich ja noch was zu den Timer sagen. Und zwar mag ich das nicht, weil wie einfach möchte man das Spiel von den Animations her noch machen? Kommt, nee. Hätte Six weiter verfolgen müssen, dann hätte ich ihn abgefangen, aber egal. Weil das hier ist so eine Sache, Timing. Sowas finde ich, das sind so Kleinigkeiten. Vielleicht ist das jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber die unterscheiden einen Pro-Gamer von einem, ja, geübten Spieler. Also, das wäre zum Beispiel Unterschied zwischen Silber und Platin oder Platin und Diamant, dass jemand solche Kleinigkeiten beachtet. Und auf solche Kleinigkeiten kommt es in League of Legends ja häufig an. Zum Beispiel Warden und dann auch auf die Wards achten. Farmen, jedes Minion kriegen. Und da war gerade so ein Bug, wenn ihr das gesehen habt. Könnt ihr ja nochmal zurück. Ah, lieber mal abhauen hier. Wraith ist eingepusht. Ich gehe jetzt back und wenn ich wieder da bin, ist sie wieder da. Eigentlich sollte ich nicht backgehen wegen denen hier, aber mir ist das gerade zu riskant mit Yasuo. Und ich mache das klassische Rengar-Dings. Das hier soll jetzt nicht sowas sein wie ein Guide, sodass ihr das unbedingt nachmachen müsst. Ich probiere einfach nur mal was aus. Also, ihr könnt es natürlich auch ausprobieren, also so jetzt nicht. Naja, und darum mag ich das nicht so sehr, weil klar, manche benutzen, also an sich, vielleicht kann man sagen, ja, einige nutzen Apps, auch von Curse Voice. Ich hatte es auch genutzt. Wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, ist das alles widersprüchig. Vielleicht macht Riot das ja, um die Chancengleichheit aufrechtzuerhalten. Also, wenn sowas viele nutzen, warum macht man das dann nicht für jeden so gebrauchbar? Also, ihr versteht schon, was ich meine. Aber ich finde echt, sowas sind Kleinigkeiten, die sollte man den Spieler nicht irgendwie. Ja, die muss man lernen, sowas zu beherrschen nach einer Zeit. Und nicht irgendwie in den Arsch gestopft kriegen. Weil sonst wird League of Legends irgendwann nicht nur, nicht mehr ein. Sonst wird, ja. League of Legends ist ja so eine Balance zwischen Erfahrung und Skill. Und wieso ist die so verdammt passiv? Guck mal, springen sie an, sie hüpft weg. Eigentlich kann sie mich doch voll plätten. Soll ich mal roam gehen? Ja, ich geh mal roam. Ich glaube, das war ein bisschen früh. Ja, das war verdammt früh. Tschüss. Sehr stumpf. Ja, und deswegen. Soll ich mir noch mehr Sustain holen? Komm, ich mache jetzt richtig Lane-Bully. Pack mir nochmal Dings ein. Ja, ich mache jetzt richtig Lane Bully. Ich hole mir da nachher Hydra. Oh, 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 oh. Die macht das gut. Ja, das war nicht gut. Toll. Animation ist noch durchgekommen. Uiuiui. Einbrüche. Was ist denn los? Habe ich in letzter Zeit öfter. Ich glaube, das liegt daran, dass ich einen zweiten Bildschirm über meinem Prozessor laufen habe. Sollte ich lassen. Ja, wo bin ich stehen geblieben? Ich glaube, ich war nicht ganz fertig. League of Legends ist so ein Ausgleich zwischen Skill und Erfahrung. Man braucht für alles
zwar irgendwie Skill, aber auch eine gewisse Erfahrung. Und darunter sind zum Beispiel Skillshots. Klar, es sind Skillshots und an sich benötigen sie Skill. Aber wovon ist der Skill abhängig? Von der Erfahrung. Weil man muss ja wissen, wie die Gegner dodgen und wie sie reagieren, wie die Skillshots sind. Und das fließt alles so in puncto Erfahrung ein. Und darunter macht man halt auch ja, Profispieler von außen. Und Timing ist zwar... Das klingt jetzt so unwichtig, Timing, aber das ist so wichtig. Buffs Timing kann ein Jungler den ganzen Jungle versauen, wenn man es richtig macht. Klar, man sieht jetzt nicht die Timer, die man so nicht sieht. Aber an sich, keine Ahnung, ich bin nicht der Fan davon. Hätten sie rauslassen können. Natürlich werde ich es auch nutzen. Einfach weil die anderen es jetzt auch nutzen werden. Aber naja. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr mir so nachvollziehen konntet. Ich hoffe mal ja. Alter, ist die ängstlich. Ich glaube, das war gefailed. Ich dachte, ich springe früher. Aha. Okay. Erwartet mich da was? Ich glaube, ich kann die Riven killen. Wenn sie nicht 10.000 Mal weghüpft. Ich push die Lane jetzt rein. Damit sie, wenn sie jetzt weggeht, viele Minions verliert. Sollte man auch immer machen. Ist auch so eine Kleinigkeit, die auf Erfahrung beruht. Oh ne. Warum ist sie so aggressiv? Ich glaube, sie ist tot, ja. Oh, das war einfacher, als ich dachte. Da hat sie echt einen Fehler gemacht. Sie hatte sich auch ein bisschen sicher gefühlt, weil Yasuo in der Nähe war. Hat er aber vielleicht nicht reagiert. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht gesehen. War auf jeden Fall ein Fehler, der ihr das Leben gekostet hat. Und den nutzen wir natürlich auch aus. Und solche kleinen Fehler passieren häufig, weil man die Erfahrung noch nicht gemacht hat. Oder man muss die Erfahrung erst machen, dass das ein Fehler ist. Wie gesagt, Kleinigkeiten entscheiden League of Legends. Das Spiel. Ich habe das Gefühl, Yasuo wird auch gleich hochkommen, aber ich habe Ultimate. Das heißt, ich werde höchstwahrscheinlich davon kommen. Ich bin auch relativ tanky. Uiuiui, die frisst aber. Das ist halt Snowball-Ränger, das habe ich letztens auch wieder bemerkt. Er ist ja, wie gesagt, nicht schwächer geworden, aber... jetzt komme ich wieder zum alten Thema, aber er ist so ein Snowball-Champ wie Riven. Hätte Riven jetzt zuerst einen Kill bekommen durch Roam oder was weiß ich, hätte sie das mit mir getan. Zumal ich weiß auch überhaupt nicht, warum sie so passiv spielt. Das ist echt... Oh, hat sie mich gerade abgefangen in der Luft? Ja, hat sie. Tatsache. Ich muss sagen, bisher gefällt mir das auf Lifesteal zu gehen. Ja, jetzt würde ich den alten Ränger spielen, könnte ich sie locker killen. Weil ich dann schnell die Stacks kriege, mache einfach eine Triple Q. Damals, die fand ich ja mal sehr lustig, als sie noch ging. Und hätte sie einfach weggesnackt. Aber das geht jetzt nicht mehr, da man die Stacks ja nicht mehr bekommt. Und deswegen auf lange Sicht fighten müsste. Man bekommt zwar schnell die Stacks nach und somit fehlt es an Damage auf Zeit nicht. Nein, er hat er sogar mehr. Aber wie gesagt, der Damage kommt nicht plötzlich. Nochmal schön rein. Ach du Scheiße.
Warte. Ich denke mal, ich bin tot. Ja. Naja, aber immerhin noch Wippen bekommen, ne? Das ist gar nicht so schlecht. Ich mach mal Altar-Sortierung. Das ist gar nicht so schlecht, da... ich brauche das hier gar nicht. Warte, gleich fange ich an. Keine Angst. Kommt noch. Das ist gar nicht so schlecht, weil ich extrem viel Aufmerksamkeit auf mich ziehe. Der Jungler muss sich um mich kümmern, da Riven extreme Probleme hat. Und dann kann mein Team in Ruhe zum Beispiel den hier machen, ne? Oder Mitte pushen. Oder Botlane pushen. Was auch immer. Zusammen mit unseren Jungler. Und dann ist es unten eine Situation 4 gegen 3. Und das gewinnt man meistens in Teamfight-Situationen. Und deswegen ist es gar nicht so schlimm, wenn Yasuo häufig hochkommt. Auch wenn ich dabei sterbe, habe ich trotzdem was fürs Team gemacht. Man sieht jetzt, ich habe ein extrem starkes Item. Vielleicht hätte ich mir auch noch Brutalisierer holen können, doch ich denke mir, YOLO, nein, das machst du jetzt nicht. Was ist da unten los? Die Situation, die ich gesagt habe, 4 gegen 3. Oh, hast du Angst? Hohohoho. Ja, ist sie. Obwohl, nee, Yasuo ist auch unten. Never mind. Oh, Yasuo, der ist aber, ne? Nee. Ja, das ist es halt. Wim zu kriegen ist nicht so einfach. Da lieber mal ein bisschen safe spielen. Oh, ich glaube, jetzt habe ich sie. Ja. Oh, den großen hier. Werde jetzt hier ein bisschen proxyen. Also Rengar gefällt mir noch, aber ich glaube auch nicht, dass ich die Lane so einfach gewinnen hätte sollen. Das war wirklich eine geschenkte Lane, fand ich jetzt. Da sieht man auch, das war eigentlich die Animation der neuen Türme. Normalerweise, wenn ich... ist auch sowas, warum das noch Work in Progress ist mit der neuen Map, die ich mir installiert hatte. Die Animation ist zwar da, aber der Turm, der verschwindet noch nicht. Das heißt, der bleibt noch für 3-4 Sekunden und dann haut er erst ab. So, plupp, ist er weg. Sieht sehr lustig aus, ist recht amüsant, aber ja, kann auch mal irritieren in Kampfsituationen, finde ich. Also von daher ist es auch so eine Entscheidung, ja... Sieht zwar gut aus, ist vielleicht aber nicht immer von Nützen. Aber YOLO. Unten wieder die 3 with this 4 Situation. Oder. Ne, ist so push Mitte. Das macht er gut. Krieg ich da auch hin. Hallo? Ich lass doch nicht mal Midlane Tower einreißen. Auch ganz wichtig. Midlane Tower ist wichtiger als der Top Tower jetzt. Oh Gott. Der Schaden. Ja, Midlane Tower war wichtiger. Ist dreimal wichtiger. Als so ein Top Tower. Zumal ich habe selber schon den Top Tower hier oben. Also von daher ist es gar nicht ganz so schlimm. Das hat jetzt keiner gesehen. Ich hab zur Not noch Ulti zum Abhauen. Ah, Timer, okay. Ich gehe mal lieber hin. Warte mal, hier versuche ich mal wegzureißen, weil ich möchte euch ja auch was bieten. Ah, scheiße. Ich krieg ihn trotzdem.
Okay. Er sieht der Dragon Timer da. Wieso pinkt ihr mich? Ist doch gar nichts los. Okay, ich gehe Top Lane. Da habe ich mehr zu tun. Fahre mich noch weiter dick. Und wieso pinkt er jetzt schon wieder? Nee, warte. Ich muss Mitte. Ich kann die Mitte jetzt nicht fallen lassen. Auch sehr wichtig. Mitte ist so. Der Mid-Tower hier ist so wichtig. Der, mit denen habt ihr noch so viel Jungle Control. Oder wenn ihr ihn verliert, verliert ihr die Jungle Control. Darum da auch immer. Wow, das ist nice. Nice, nice, nice. Boah, Alter. Der hat mich noch abgerippt. Richtig gut gehauen. Ich weiß jetzt gar nicht, was so alles passiert ist. Ich habe einfach drauf gekloppt. Mit allem, was ich hatte. Vega hat seine Spells alle auf mich genutzt. Ist okay. Ich habe 2 Kills gemacht. War okay. Ich weiß gar nicht, was jetzt alles so passiert. Ich weiß nur, dass plötzlich alle aufeinander gesprungen sind nach dem Binding von Morgana. Sivir müsste auch gestorben sein, ne? Ich weiß gar nicht, wer hat sie denn gekillt? War ich das? Ich glaube nicht. Die muss durch irgendwas anderes gestorben sein. So, ich hole mir jetzt ein... Ach komm. Es lächelt mich so schön an. Ich mag das Item in letzter Zeit so sehr. Dann hole ich es mir. Was? Last Whisper. Wer kauft denn von denen so viel Rüstung, dass ich einen Last Whisper brauche? Der reicht so ein Ghostblade alle Male. Na stimmt, ich verliere die Stacks da nicht mehr. Leap Range. Das mag ich auch jetzt so an dem Buff. Das ist ja so ein kleiner Buff-Anränger, dass dieses Trinket. Und das finde ich so nice. Aber das müssten sie auch bei... Also meiner Meinung nach müssten sie das auch bei Victor und so einführen. Und warte. Zack, zack, zack. Nee. Wie gesagt, da fehlt mir der Burst Damage. So, sie darf es eigentlich nicht sehen, was ich mit. Oh, warte, warte, warte. Sie darf eigentlich nicht mitkriegen, dass ich auf sie jump und sie kille. Und dann muss sie schon tot sein. So muss es sein. Oh, 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 oh. Ah, schön. Schöner Stun von Weiger. Sonst hätte ich wahrscheinlich auch noch 6 gerettet. Ja, war worth. Jetzt, wo er es auch schreibt. Aber, oh Gott. Wie ungeschickt von mir. Warnordnung. Ja komm, du wirst wohl eine lächerliche Sivir da hinkriegen, oder nicht? A true hunter never rests. Na, ist alles gut. Bringt gar nichts hier. Na, siehst du wohl. Habe ich den kleinen Ezreal doch ein wenig unterschätzt? The scent of prey. Ich weiß nicht wieso, aber Ezreal ist so ein ADC, den mag ich nicht so gerne. Denke ich immer voll useless und so. Timet er den Red Buff? Oh. Ah, gewartet. Aber abgerippt. Richtig schön weggehauen, den Typen. Was soll dieser Countdown? Wo ist er hin? Fahr!
Wo ist der denn jetzt gelandet? There is the hunter. Lol. The hunted. What denn? Das ist vielleicht ein bisschen riskant. Aber wohl geht. Comfort breeds weakness. Immer schön die Buffs mitnehmen. Schon alleine aus dem Grund, wenn man sie selber nicht braucht. Was der Gegner nicht hat. Hast du. Also von daher nehmen wir es mit. Und dann noch sogar gerne. Ich splitpushe jetzt ein bisschen als kleiner Lane Bully. Kann auch gerne mal ein paar Shots tanken. Aber ich denke mal, das war's. Ja, deswegen habe ich sie auch für nie gedive, weil dann rastet sie aus und killt einen weg. War dumm. Ich glaube, es wird Zeit für so ein hübsches Item. Ne? Ja. Also, countern kann ich. Ach, habt ihr das auch immer, dass ihr das Inventar mal so sortieren müsst, dass es hübsch aussieht? Immer so synchron. Naja. Immer gleich, immer dasselbe. Spiel für Spiel. Wenn. Und auch, wenn es einmal nicht richtig ist, denn so, nur mitten auf der Lane. Wenn man mitten auf der Lane ist und eigentlich Damage frisst, weil man gepokt wird oder so, scheiße, man ist da am Rumsortieren wie so ein Bekloppter, weil das nicht in Ordnung ist. Ich habe deswegen schon mal einen Tod kassiert. War natürlich ein bisschen suboptimal, aber das Inventar war sortiert. Man muss es auch positiv sehen. Ja, das war useless. Another piece for my collection. Ja. Nice. Aber egal. Das gehört alles noch zum Plan, ne? Das gehört auch noch zum Plan. Sie überlebt. Seht ihr? Alles zum Plan. Das gehört alles zum... Ich habe engaged, weil Wim nicht da war. Alles Teil des Plans. Ne? Seht ihr? 3 für 1. Bin ich mit zufrieden. Ich opfer mich gerne. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, das ist ein totaler Favor. Nein, nein. Nein. Ach Quatsch. Alles geplant. Aber ich denke mal, als nächstes hole ich mir ein Tanky-Item. Und am liebsten mag ich da doch dieses Zipsche. Randuins. Ja. Ein Motto von mir ist ja auch nicht nachdenken, handeln in League of Legends. Manchmal denkt man einfach zu viel nach und macht in der Zeit nichts und ja. Im Endeffekt, entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. So bin ich Platin gekommen. Yep. That's how I do. Totally random. The scent of prey. Ich habe Ultimate, das heißt, ich bin an sich sicher. Der Kasper Kopp ist auch nicht oben. Komm, ich mach mal wieder YOLO-Action hier. Haha. Nein! Aber egal. Ich hab ihn bekommen. Ich hab ihn bekommen. Ja, okay, war vielleicht nicht so gut, weil mein Team jetzt verreckt. Ups. Oh, war das jetzt ein Throw? Ja. Das war ein Throw, aber was für einer. Hansi Dieter. Aha. Ein sehr schöner Name, den er da hat.
Ja. War jetzt nicht so geil. Weiß jetzt natürlich. Jetzt haben die so einen kleinen Hass. Bup. Tschüss. Ich bin dafür, wir machen den da. Oh, es laggt wieder ein bisschen. Sorry. Für die Einbrüche. Ja, jetzt muss ich mich ein bisschen beherrschen, ne? Ich weiß schon, wie ich das mache. Das war jetzt nicht so grandios, aber das habe ich häufig mit Rengar, dass ich einfach, ne, Einbrüche. Dass ich einfach so YOLO bin, dass ich einfach reinspringe wie so ein Behinderter und nichts mehr sehe, außer das Opfer. Und das kostet mir häufig den Kopf. Ich werde jetzt nur noch reinspringen, nachdem Vi reingegangen ist, wie halt vorhin in diesen Teamfight hier. Und dass wir alle mal zusammenkämpfen. Aber ich muss es für euch ja auch spannend gestalten, ne? Kann's ja nicht einfach halten. Geht ja nicht. Gott, die Einbrüche nerven. Warte mal. Ich guck mal ganz kurz auf den zweiten Bildschirm. RAM ist 50%, CPU ist 33%. Eigentlich liegt das nicht an meinem Prozessor oder RAM. Das liegt dann wirklich an meiner Grafikkarte, aber... Wirklich? Liegt das an meiner Grafikkarte? Das wäre... Scheiße. Vor allem jetzt, die Frame-Einbrüche, wo ich das eigentlich überhaupt nicht gebrauchen kann. Kotzt es mich schon an. Ja. Und dann entstehen halt auch solche Momente, wenn man nicht einfach drauf losspringt, wo man halt auf den richtigen Moment wartet. Oh Gott. Egal. Triple Kill? Wird das ein Penta? Wird das ein Penta? Los. Los, Garyl. Los. Zeig's mir. Ach, schade. Oh Gott. War gut. Ich habe sehr viel weggetankt. Obwohl ich gar nicht der Tank bin. Ich habe halt ganz den gesamten Schaden von Vajra gefressen. Aber halt, mein Team macht wirklich einen richtig guten Job. Six echt gut dabei davor und mit seinem Damage in alle reinge... Ja, ich wollte jetzt was sagen, aber ihr wisst schon... Oh. Kein Inhibitor. Und war ja auch immer gut dabei, nach vorne pressen, backtanken und Ezreal hat man eben auch gesehen, der da finisht. Und natürlich auch der Support. Wenn das alles funktioniert, bin ich eigentlich scheißegal. Ich kann ja die, obwohl ich für euch gar nichts biete. Ja, ich bin jetzt wohl Banshees. Oh, ich glaube, ich bin für Banshees. Wenn es mal aufhören würde, so zu laggen. Dann könnte ich auch richtig spielen. Comfort breeds weakness. Ja. Ich denke mal, ne? Ja. Na, es hätte sein Tod sein können, mein Freund. Darum bin ich doch nicht mehr hingegangen. Das war mir einfach viel zu gefährlich. Jetzt ganz vorsichtig sein. Ja. Oh fuck. Kennt ihr das, wenn ihr auf die Map kommt und dann in eine andere Richtung lauft, als ihr eigentlich wollt? In den Nexus-Turm muss ich rein. Ich kann da nicht rein. Useless.
War useless. A true hunter never rests. Boah, Alter. Catch the trail. Enemy double kill. Ich weiß jetzt nicht, ob es mir zu verdanken ist. Ich denke mal schon, dass ich da solche Scheiße gebaut habe. Nee, kannst nichts mehr machen. Ja, da seht ihr auch die neue Animation von der Explosion. Ja. Ich konnte euch vielleicht zeigen, wie man lanet. Als neuer Ranger. Aber ich denke mal, das Itembild war vielleicht nicht so gelungen. Ich gucke gerade so in meinem Zimmer herum. Warum auch immer. Hört man vielleicht. Oder auch nicht. Boah, ich muss niesen. Boah. Ich schieb's mal wirklich auf meine Kappe, dass ich da so eine Scheiße gebaut habe. Sollte man nicht machen, aber so ein Spiel ist ja an sich auch nicht schlecht, denn im Endeffekt lernt man daraus. An eurer Stelle, an meiner Stelle sollte ich mir mal Gedanken machen, weil das war scheiße. Normalerweise müsste ich das wissen. Aber, ja, habt ihr mal gesehen, wie einfach man ein Spiel mit einer Aktion throwen kann? Ja, throwen kann, das ist das Stichwort. Genauso wie meine Festplatte. Ich glaube, ich weiß jetzt auch, woher die Lags kamen. Gerade eben ist die Aufnahme abgebrochen. Ich habe nachgeschaut, woran das lag. Es lag daran, dass die Festplatte voll war. Randvoll. Vielleicht liegt es auch daran, dass es ein wenig laggt, weil die Festplatte dadurch extrem langsam wird. Ich werde mal demnächst klären und ich denke mal, da sind die Probleme auch behoben. So viel dazu und ja, gefroht. Genau. Sollte ich mir mal Gedanken machen, was ich da gemacht habe. Vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen ernster spielen. Aber ihr lernt hoffentlich daraus. Ansonsten kann ich echt sagen, die Gegner haben nicht schlecht gespielt. Damage dealt, ja, allgemein. Trotzdem, der Sivir war ganz gut. Unser Six war Bombe. Ja, hier Damage dealt to Champions. Gold und ja, normalerweise hätten wir auch mehr Gold gehabt. Die haben nur jetzt mehr, weil sie Baron gemacht haben. Die ganzen Türme und und. Da hätten wir eigentlich gewinnen müssen. Das war ein. Da ärgere ich mich jetzt auch ein bisschen drüber, ist aber in Ordnung. Ja, so viel dazu. Was schreibt der so Tracks die ganze Zeit? Hi. Ja, ich bin noch am Aufnehmen. Hi. Ganz stumpf. Ah, auch hier zum Schluss. Meint Vi. For 5 creeps at bot lane. Damit meint sie Ezreal, der war zum Schluss nicht da. Wo ich auch Ulti gecastet habe und halt herumgeguckt habe. Kann man da jetzt irgendwas machen, wo sie in unserer Base stehen? Aber keiner von uns hat sich irgendwas getraut, weil wir auch nur zu viert waren. Ich würde aber nicht unbedingt sagen, dass es nur seine Schuld war. Es war auch meine. Und so muss man auch rangehen, ne? Denn nur so wird man auch besser. Und das versuche ich euch auch zu lehren. Mein Kanal. Und ich mache ja immer noch dieselben Fehler. Und ich glaube, ich mache gerade einen Fehler mit Sotwex. Der fühlt sich wahrscheinlich gerade verarscht. Aber egal, ich breche in diesem Fall die Aufnahme ab. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bewertet das Video bitte, wenn ihr soweit geschaut habt. Und haut rein. Socke. Ciao, ciao.